Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Mindtest Let's Play. Vielleicht sollte ich hier bei meinem Haus nicht mit diesem Werkzeug in der Hand rumrennen. Das kommt mir gerade ein bisschen sehr gefährlich vor. So, wir haben alles. Wir haben wieder unsere Werkzeuge aufgeladen. Wir haben. Also, jetzt können wir wieder zurückpacken. Ja, wir müssen auf der anderen Insel auf jeden Fall ein paar Bäume abbauen. Wir brauchen wieder Holz. Holz ist irgendwie gerade echt Mangelware bei uns. Was haben wir hier so für Äxte? Wir haben noch eine Axt hier, eine Axt haben wir noch drüben. Und wir haben drüben genug Material, um uns noch weitere Äxte zu bauen. Das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. So, wir haben hier in der Nähe gar keine Bäume, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr bedrückend. Das heißt, dann nehme ich mir doch noch ein paar andere Baumdinger hier mit. Saplings? Ne, die waren hier. Denn ich würde natürlich schon gerne normales Holz haben. Gerne. So. Und vielleicht ein Dschungel. Das sind so die beiden Holzarten. Ne, weil Dschungelbaum kriegen wir echt massenhaft Holz von. Für die Quantität. Ne? Und wenn wir Qualität brauchen, dann haben wir halt unser Apfelbaum. Also das normale Holz halt so. So. Das heißt, Axt. Oh, die hätten wir. Ach, egal. So. Holzfäller. So. Ein Sapling? Hallo? Ach doch, ein. Das ist ja, ach doch, das ist noch einer. Okay. Das ist ja nicht sehr viel, muss ich mal so sagen. So, will ich mal sagen, hier kommt erstmal einer hin und hier kommt der andere hin, so ungefähr. So, und hier müssen wir auch erstmal abbauen. Denn, ah genau, wir brauchen noch weitere Setzlinge. Ah, guck mal her, machen wir dich mal dahin. So, na dann. Häschen in die Grube. Ach ja, halt, wir sind ja jetzt schon auf richtiger Tiefe, ne? Ich wüsste schon gerne, auf welcher Tiefe wir genau sind. Wir sind auf Tiefe 216. Ja, das müsste gut sein. Okay. Oh, Uran, guck dich das an. Alter, ist das geil. So, okay, erstmal hier Plan machen. Wir gehen mal sachlich vor, also ungefähr so hier. So. Wow. So, da ist nämlich jetzt die Leiter. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Oh, die Leiter bleibt sogar stehen. Ja, ist ja süß. So, oh, Alter, hier unten kommen auch richtig Ressourcen. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir richtig gut. So, das Problem wird hier natürlich jetzt irgendwann das Licht sein. Das heißt, wir müssen hier auch irgendwann mal anfangen auszuleuchten. Hier mache ich auch auf jeden Fall erstmal provisorisch so ein Ding hin. Bam. So, damit die Leiter schon mal wieder vernünftig steht. Oh, da guckt euch das ganze Uran da hinten an. Oh, ist das geil oder was? Ja, das heißt, wir werden hier Schicht um Schicht abbauen. Gut, wir bauen erstmal hier weiter ab. Das waren jetzt zwei Blöcke, ne? Genau. Ich versuche immer so 3x3 Blöcke zu haben.
Alter, wie geil das bitte ist. So, wir brauchen erstmal ein paar Fackeln. Wir haben gar keine Fackeln dabei. Sad life. So. Ach da. Okay. Ich muss mal ganz kurz alles, was wir so abbauen, mache ich dann besser mal in die Kiste. Ansonsten wird einfach die andere Kiste zu voll mit irgendwelchen Geraffel. So, genauso wie auch das hier schon mal hier unten hinpacken. Eins mache ich direkt mal zweimal, weil da werden wir wahrscheinlich eine ganze Menge finden. Genauso wie Kohle. So. Bam. Bam. So, und dann bauen wir mal. Ach. Wir haben keine normalen Blätter. Keine normalen Blätter hier. So, einmal pennen gehen. Ja, fertig. Let's go. Wachset, ihr Scheißbäume. Ich brauche normale Blätter. Das Zeug tut weh. So, Fackeln haben wir dabei. Sehr gut. So, jetzt ist hier auch gleich viel heller. So, ich würde mal sagen, wir gucken mal, wir versuchen erstmal die Flucht hier beizuhalten. Das heißt, wir müssen in dieser Flucht weiterbauen. Bop. Okay, sieht aber nicht so aus, als wenn wir hier viel Uran finden. Gucken wir mal hier weiter. Aha, hier haben wir schon ein bisschen mehr Glück. Und ein bisschen Dunkelheit. Ich setze mal hier ein paar Fackeln hin. Also eine. Bop, schon ist alles hell. Bop, schon ist alles hell. So, und jetzt versuche ich mal. Oh, jetzt haben wir hier natürlich. So. Wie gesagt, ich versuche immer so 3x3er Blöcke zu haben. Hat da aber gar nichts. Auch nichts. Hat er immerhin ein. Da oben ist halt schon viel. Also immerhin zwei nochmal nur. Weißt du was? Wir haben keine Axt dabei, ernsthaft? Ach komm, so. Was? Oh, jetzt hat er. Ah, wir brauchen eine Axt. Ah. Ah. Das macht mich alles gerade nicht glücklich, was ich hier mache. Gut, ich wollte eigentlich, jetzt nicht raus. So, hier ist ein Dreierblock. Genau, das heißt, wir müssen hier so in die Mitte gehen und dann jetzt da abbauen. Jetzt haben wir wieder einen Dreierblock. Und Dunkelheit. So, wir haben Essen dabei, zum Glück. War da gerade echt minus 1,4? Man kann auch negative Werte haben. Seit wann das denn? So. Und von hier aus kann man mich jetzt. Ja, keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat eigentlich. Okay. Hallo, bottom up. Achso, Akku leer. Oh, we have a Loch. Okay.
Tja, eigentlich bräuchte man sowas wie so ein Abbaugerüst, ne? Das ist jetzt hier echt blöd gelaufen. Egal. Let's go. So, ganz ehrlich, das Ding kann auch weg. Ups. Verdammt. So. Ich habe jetzt von hier unten. Geht wahrscheinlich besser. Warum ist hier eine Wand? Also meistens scheint in die Richtung zu sein, ne? Das scheint schon so the way to go zu sein. Das heißt, ich mache mal hier ganz kurz so eine Art Baugerüst, nur halt aus Stein. So, dann mache ich mal immer so eine Kreuze hin. Der war jetzt hier falsch. Verdammt. Die Frage ist, braucht dieser Bohrer immer gleich viel Energie oder braucht er, wenn er nur einen Block abbaut, auch weniger Energie? Das wäre mal interessant zu wissen. So. Ja, hier in die Richtung ist definitiv am meisten. Hier finden wir ja nur Zeugs. So, dann bauen wir mal die Richtung hier weiter. Ganz ehrlich. Also für ein Baugerüst sieht es echt geil aus, ne? Oh, verdammt! Das ist ja kein Material hier. Ja, für ein Baugerüst sieht es schon echt geil aus. Aber wir brauchen definitiv unsere Axt. Also Spitzhacke, dass ich die nicht mitgenommen habe, könnte ich mich gerade schon wieder im Grabe umdrehen. So. Hier ist gar nichts. Schade eigentlich. Ja, immer nochmal zwei. So. Und wie viel haben wir jetzt schon? Oh, grad mal sieben. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Oh, ich habe ihn gerettet. Ich würde mal sagen. Da scheint mittlerweile auch Ende zu sein. Wir bauen einfach mal hier in die Richtung. So. Achso, ist jetzt aber Richtung Spawn, ne? Egal. Sehr geil. Okay, hier ist eine Höhle. Direkt mal ausleuchten. Denn man darf nicht vergessen, es gibt ja Monster. Deswegen dunkle. Oh. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Spitzhacke. Oder ich baue da gleich mal mit unserem Werkzeug ab. Lohnt sich vielleicht. Wie gesagt, erstmal hier ausleuchten. Denn ich will nicht, dass uns hier gleich so ein Dungeon Master überrascht. Tja, aber hier scheint es echt wenig zu geben, ne? Hier ist so der Gegend. Also scheint wirklich die falsche Richtung zu sein. Ich meine, da hinten ist einer, ein so ein Block. Die Frage ist, wie weit das sich jetzt lohnt, hier. Oh, hier ist noch was. Oh. Ja. Oh, Alter, hier ist ja richtig viel. Oh. Und unser Werkzeug ist alle. Verdammt. Das. Die den Schaden, den wir jetzt gerade bekommen, ist nämlich genau. Oh, da ist da oben ist noch mehr. Okay, also die Stelle hier lohnt sich vielleicht auch. Wir müssen aber erstmal nach Hause.
Also ganz nach Hause unsere Werkzeuge aufladen. Wo ist hier dieser scheiß Ausgang da oben? Verdammt. 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 Kann man den umstellen? Nö. Die kann man nicht umstellen. Aber weißt du was? So. So, na dann, ab nach Hause. Wow. Cool, aber schon echt ein bisschen an Uran gefunden. 23. Wie viel brauchen wir nochmal? Wir brauchten... ich habe keine Ahnung. Einmal kurz, wir brauchen 6 Brennstäbe mit je 5 solchen Dingern. Das heißt, wir brauchten 30 angereichertes Uran für ein Mal durchlaufen. So, und für 30 brauchten wir, das war ja immer, war das 20% oder? Also wenn wir jetzt eine beliebige Anzahl reinpacken an Uran, wie viel Prozent kommt davon als 3,5% raus? Waren das 20% oder? Also auf jeden Fall brauchen wir noch wesentlich mehr als das hier. Wesentlich mehr. Oh, der ist über uns gewachsen. Sehr schnieke. Ist auch schon was gewachsen? Alter, wo die Blätter überall hinfliegen. Ich meine, ich bin ja auch ein Freund, dass die Blätter nicht gerade nach unten fallen, sondern so schon so ein bisschen wegfliegen. Aber halt wesentlich weniger. Also die Dinger hier explodieren ja quasi. So, wir haben gerade mal ein Tapping zurückbekommen. Das ist halt echt traurig. So. So, du kommst jetzt mal nach da. Und du kommst nach 1, 2, da. So. Ist so, kann man das Ding relativ schnell ausbreiten lassen. So, wir gehen mal nach Hause. Und, boah, Alter. Erstmal hier alles ein bisschen wegräumen. Können wir später noch nach Hause bringen, das Zeug? Beziehungsweise ganz ehrlich, komm. Dafür haben wir unsere Backpacks. Genau für diese Schafe. So, so, so. So, der ganze kleine Radatsch kann alles hier rein erstmal. Gut, könnte man den unbedingt nach Hause nehmen, aber pff, drauf geschissen. Dafür brauchen wir stattdessen immer mal eine Spitzhacke. Und vor allem jetzt gerade unser Boot. Achso, haben wir schon. Let's go. Machen wir das eine schnelle Fahrt. Wir sind ja schon da. How is it even possible? So, du da rein. Du da rein. Leider laden die halt wirklich sehr, sehr langsam. Da würde es mich mal interessieren. Sitzt jetzt hier eine M4-Batterie. Ob die denn bei einer HV-Batterie wesentlich schneller laden. Oder ob es da wirklich auch genauso lange braucht. Weil das ist ja wirklich... Also, vor allen Dingen andersrum. Wenn er bei der M4-Batterie schon so langsam ist, ist er dann bei einer L4-Batterie noch langsamer? Das wäre richtig krank. Ja. Ach, guck mal, stimmt, man kann auch solche Items per Tube laden.
Die kommen die Dinge einfach rein, werden geladen und werden dann wieder rausgeschickt. Und das Ding, das nächste Ding. Aber guck mal, sowas. So viel Automatisierung brauchen wir denn noch nicht. Wie gesagt, was ich jetzt denn wahrscheinlich erstmal bauen würde, gerne wäre halt so ein Ding, wo wir halt ne, so eine Pipeline, wo man einfach solche Blöcke, also die wir jetzt alle drum abgelegt haben, reinpackt und dann direkt Dust und Ingots rausbekommt. Ingot, wo ist der Kuchen? Ist der Ding noch aktiv? Ja. Kann den leider nicht berühren, aber dadurch, dass ich Schaden bekomme, ist das Ding wohl noch aktiv. Ja, 3%. Letztes war nur 1%, ne? Das heißt, das Ding scheint wohl tatsächlich doch abzubauen, aber halt super langsam. Und, also, oder andersrum, wirklich nur so lange, wie wir auch in der Nähe sind. Anders als ich dachte halt, ne? Ich dachte ja, dass das Ding nur dann abgebaut wird, wenn wir halt nicht in der Nähe sind. Ich muss mal hier ganz kurz unsere. Erstmal ein bisschen was essen hier. Wir verlieren gerade hier unsere ganzen Dinger. Oh. Okay, so kriegen wir aber relativ viel Schaden. Mal gucken, ob wir schneller heilen, als wir Schaden bekommen. Aber ich glaube, es sieht gerade schlecht aus. Können wir nur hoffen, dass unsere Radioaktivität langsam abnimmt. Boah. Mal schon weit weggehen davon. Ja, unsere Radioaktivität scheint genug abgenommen zu haben. Sehr gut. Yuchen. Hä? Jetzt haben wir wieder voll viel Schaden. Hier nicht. Moment mal, heißt das, wir kriegen da schon Schaden, weil wir zu nah an dem Reaktor sind? Wie weit reicht der denn mit seiner Radioaktivität, bitte? Holy fuck. Ja, guck mal, hier kriegen wir jetzt gar keinen Schaden mehr. Nö, ich kann auch keinen Schaden mehr. Okay. Also doch, dass wir noch so viel Radioaktivität in uns hatten. Gut. Ich gehe mal jetzt hier direkt ans Gitter ran. So. Mal schauen, ob wir jetzt hier Schaden bekommen. Unsere Werkzeuge brauchen wir eh noch ein bisschen zum Laden. Von daher. Oh ne, sieht aber gut aus, ne? Wir haben aktuell keine Rüstung an und trotzdem kriegen wir hier noch keinen Schaden. Also selbst wenn wir radioaktiv verstrahlt werden, scheint das hier super gering zu sein. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Gut, gucken wir mal. Fertig? Noch lange nicht. Gut, können wir hier noch ein bisschen warten. Selbstexperimente sind die schönsten Experimente. Ach ja. So. Ist draußen so trüb, Alter, es wird einfach nicht heller. Ja, meine Kamera ist auch noch am Flackern hier. Die hat gerade genauso keinen Bock aufs Wetter wie ich. Ah, schon fast voll. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ansonsten, was wollten wir hier? Ich wollte noch gucken, wegen irgendeinem Material, was wir als Bodenfläche benutzen können. Was haben wir denn da alles? Wir haben hier tatsächlich auch nicht mehr so viel. Wie ein Boden aus Glas, ja moin. Nein, hier sowieso nichts. Wir könnten hier sowas vor als Holz, so ein Holz nehmen. Kiefernbaum, Espernbaum. Wie sehen die Holzarten nochmal aus? Das ist ja helles Holz und das ist so rötliches. Nee, ist auch normales Holz. Können wir das hier tatsächlich fast nutzen, ne? Ja,
warte mal kurz. Wir haben drüben, muss ich mal überlegen. Zum einen brauchen wir natürlich ein bisschen was für die Baumstämme an der Seite und dann brauchen wir noch ein bisschen was als. Ganz ehrlich, wir nehmen mal hier so ein bisschen was, lassen wir hier. Wir lassen einfach alles hier. Wir haben drüben noch ein bisschen was. Aber dann brauchen wir noch ein bisschen mehr S-Bahn-Holz. Ein bisschen mehr S-Bahn-Holz. Ganz ehrlich, komm. Hör damit. Dafür haben wir es ja. So. Jetzt machen wir fertig hier. Achso, natürlich besteht das Problem, wenn ich jetzt die Seiten. Aus was machen wir denn die Seiten? Da würde ich dann schon gerne doch. Normalen. Also Sandstein nehmen. Wir haben ja hier noch diversen. Ach guck mal, wir haben 453 Sandstein. Dann nehme ich hiervon einfach mal so einen Block mit. Hat der gut funktioniert. Bob. Unten für den Boden nehmen wir den Sandstein und dann nehmen wir für die Seiten nehmen wir dann tatsächlich normales Holz. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Das kann man so machen. So. Werkzeuge fertig. Auf jeden Fall fertig genug. So, das heißt, so. Ist hier was gewachsen? Hallo? Ah, sehr gut. Guter Mann, du bist ein guter Mann. Guter Mann. Mann, bist du ein guter Mann. Äpfel, nom. Ich liebe meine Äpfel. So, wie viel S-Bahn-Holz haben wir? Hier haben wir 24, das sollte erstmal reichen. Ich baue trotzdem sicher aber nochmal einen Baum an. Ja, die ganzen Blätter hier natürlich, ne, die können wir wahrscheinlich auch irgendwann in die andere Kiste packen müssen. So, das hier sieht ja auch schon aus wie so ein Virus, der sich immer weiter ausbreitet, so ein bisschen random. Achso, siehst du, wir können mal hier unsere Dinger wieder anpacken. So, jetzt haben wir einmal den und einmal den. So, da würde ich mal sagen, du nach da. Und du nach da. Achso, halt, der geht da ja hier hin. Ach, scheiße. So, weil der Baum breitet sich ein bisschen aus. Der hier muss hier noch wachsen. Und hier können Sie gleich mal ein paar Beeren nehmen. Dankeschön. So, wir haben Äxte, wir haben unsere Geräte. Alles andere schmeiß ich mal in die Kisten und dann können wir direkt unten weiterarbeiten. Weg. Ah, die Holz nehmen wir mit. Weg. Leiter nehmen wir mal mit. Weg. Fackel nehmen wir mal mit. Weg. So, haben wir alles, was wir brauchen. Obwohl, Äxte brauchen wir nicht, dafür eine Schippe. So. Dort sieht gut aus. Doch, sieht gut aus. Let's go. Wo war's? Da hinten. Oh, ich bin so aufgeregt. Und, irgendwelche Monster hier? Nö. Let's go. So, zuallererst Licht. So. Dann. Das war's hier schon. Sad life.
Hätten wir mal auch ein Schwert mitnehmen sollen, ne? Zum Glück geht's auch mit der Axt. Oh, Alter, hier. Wow, wow. Eigentlich können wir eine Rüstung an, Alter, sonst wären wir schon längst tot. Bei der Menge an Uran da. Alter, guckt euch an, wie viel. Oh, das gefällt mir. So, hier machen wir mal erstmal hier einmal rein. Direkt mal ein bisschen Eisen, sehr geil. Alter, wie ich einfach auf dem Uran rumlaufe. Alter, das ist nicht gut. So, hier müssen wir jetzt wieder gucken. Wobei müssen wir gar nicht. Wir können einfach hier runterbauen. So, und dann können wir hier... So. Oh ja, hier geht es gerade schon runter. Oha. Das ist nicht gut. Das heißt, das Ding wird da direkt runterfallen. Verdammt. Ich will meinen Uran haben. Ja, geschafft. So. Jetzt die Frage. Ist hier in der Richtung noch mehr Uran? Oh, jetzt geht die Fackel langsam aus. Habe ich doch rüber? Verdammt. Ich kann hier sprinten. Sprinte doch mal. Verdammt, zu früh aufgehört. So. Nein, die Fackel ist runtergefallen. Verdammt. Geht genau ins Löschlein. Scheiße, jemand an. Gut. Ich hasse mein Leben. Oh. Alter, so. Suck my dick. So. Wir haben kein Holz dabei. Wollt ihr den Holz mitnehmen? Na gut, haben wir hier ein bisschen was dabei. Bop. Bop, 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 bop. Ja, ungefähr so. So, ein paar Fackeln können die schaden. Dahin. Und dahin. Und dahin. Guck mal, hier haben wir ganze Kohle. Weißt du was? Ich nehme die auch mal mit. Einfach, weil wir sie gerade gebrauchen können. Let's go. So, aber hier ist kein Uran mehr, ne? Wie es aussieht. Schade eigentlich. So, habe ich auch einen kleinen Durchgang. Jetzt hört man ja auch rum, um das Wasser rum, das da ist. Wobei ich da gerne mal runter würde. Die Frage ist nur, ein Seil habe ich leider nicht dabei. Sonst könnten wir uns mit dem Seil einfach darunter runterhangeln. Na gut, wir gucken mal noch hier in andere Richtungen, ob wir hier vielleicht mehr Glück haben, noch ein bisschen mit Uran. Wobei hier geht es auch ganz schön tief runter, wie es aussieht.
Wobei das schon etwas übersichtlicher aussieht. Ah, gut. Ist aber hier hinten schon zu Ende. Hier ist noch ein bisschen Blei. Bleibt meinem Blei fern? Oh, Uran. Wir sind ja keine Monster, oder? Obwohl, ich meine, wir haben ja vorhin einen Steinmonster gesehen. Ah, ein Magier. Der da rumtanzt, wie so ein verrückter Professor. Was ist los mit dem? Soll das Breakdance sein? So. Gut. Hier ist ausgeleuchtet genug. Ups. Okay. Das war wohl ein Einzelner. Schade eigentlich. So, wo haben wir noch welche? Wir haben noch. Ach, hier. Nein, Akku leer. Ah, oh, da ist noch mehr. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich Geburtstag habe. Gut, dann gehen wir hier mal tatsächlich noch mal ein bisschen weiter. Da muss ja auch mal welches. Okay, das heißt, wir wollen uns hier erstmal ein bisschen nach oben und dann weiter nach unten. Achso, halt. Wollten wir ja in den Backpack packen. So ungefähr. Oh, 50 Stück schon. Läuft er langsam. Und. Oh. Penny gehen. Ja. Das war ein gutes Nickerchen. Nichts gewachsen hier? Was ist ein Sauladen? Hier auch nichts. Was ist ein Sauladen? Gut. Gut, dann brauchen wir nochmal unser Werkzeug auf. Dann gehen wir mal nach Hause wieder. Auf mich rumzutrampeln hier. Respektlos. Ich bin verwirrt. Ist ja gut, böses Uran. Kommt auch gleich dran. Oh, Glowstone.
Ist schon dunkel hier. Licht. Danke. Natürlich ist da hinten oder oben noch mehr. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. So, so. Sieht irgendwie witzig aus. Ich weiß nicht warum. Oh gut. So. Und jetzt versuchen wir uns mal nach unten zu bauen. Meine Axt. Ungefähr so. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Würde mich jetzt mal schon interessieren, warte mal kurz. Ganz kurz testen. So, wenn ich jetzt das hier abbaue. Ja, nee, geht fast genauso schnell weg, ne? Das heißt, er macht keinen Unterschied, ob da nur ein Block ist, der abgebaut werden muss, oder alle Blöcke sind. Also, andersrum gesagt, er macht keinen Unterschied, wie viele Blöcke abgebaut werden müssen. Er verbraucht immer genauso viel Energie. Lol. Das ist natürlich traurig. Gut, egal. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal nach Home und laden das Gerät. Ja, und früher oder später was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Let's go. Nein. Schon wieder 15% voll. 30.000 Stücke. Ach du Scheiße, Mann, dann. Wie viel passt denn überhaupt rein? Also eine Kiste hat ja 3.000. So, wir haben... Ach, ich denke in der nächsten Folge. Bis dann.